öffnet. Ja, aber mir nimmt einfach Wunder, wer hat denn das Anrecht drauf, jetzt, oder wer würde sie denn gerne einladen, wenn sie jetzt so ein Ticket hätten? Also wie gesagt, jetzt aus meinem Gebiet, die Leute, die ich im regen Kontakt habe, der Landrat Schneider aus dem Landkreis Lörrach, der hat sicher Interesse, auch mal mit mir so einen Match anzuschauen. Wir sind in regen Kontakt und das baut ein Netz, ein Beziehungsnetz und, in der Region und das tut unsere. Das ist aber verstehen Sie, dass der Bürger sagt, also am Landrat Schneider zahle ich kein Ticket für 2000 Euro? Zahle ich auch nicht. Nein, jetzt zahle ich auch nicht einmal. Nein, ich auch nicht. Aber ich habe gesagt, nicht zu dem Preis. Mit den VIP-Tickets müssten wir doch Leute, das nehme ich an, ist auch geplant, wirklich Leute einladen, die uns und der Agglomeration nachher geschäftlich etwas wirtschaftlich etwas bringen. Das ist sicher nicht der Landrat, einfach eher mit ihnen, auch wenn sie ihn zum Grillieren einladen. Nein, nein, also das finde ich nicht gut. Aber ich habe nicht zu dem Preis. Sagen Sie einmal ein Beispiel. Also ich sage, es ist aber noch schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. Ich meine, die ja hier wirklich an den Positionen sind, die wissen schon, wen man einladen kann, wer der Baselstadt etwas bringt. Also bin ich überzeugt, dass so dumm sind die Leute nicht. Aber was ich nicht gehört habe in dieser Diskussion ist, ich finde es nicht gut, dass man von 300'000, es fällt halt immer wieder, es ist gar nicht gesagt, ob man überhaupt kauft und wie viel man kauft. Das finde ich einfach nicht in Ordnung und ich finde es vor allem nicht in Ordnung, dass eine Zeitung das, eine Zeitung in Basel, also ein Journalist, nicht Zeitung, ja, das geschrieben hat. Der Herr Eymar hat das bereits gesagt, das hat er so nicht gesagt und das finde ich so nicht richtig. Nur, wenn jetzt der Herr Eymar heute ja sein Statement abgegeben hat am Fernsehen, bei Ihnen ja übrigens, haben Sie es auch gesehen, ich habe es extra gehört, noch schnell. Jetzt hat er sich quasi in die Position gesetzt, das hätte ich auch gemacht an seiner Stelle, dass ja nichts beschlossen ist, nicht? Wissen Sie, ich glaube weder der Zeitung alles noch der Politiker. Das muss man einfach sehen. Also ich würde jetzt als Politiker, wenn ich ins Fettnäpfchen trampt bin, wahrscheinlich auch schauen, dass ich wieder rauskomme. Aber ich habe mit dem nicht gesagt, dass er reintrampt ist. Ich würde nur sagen, ich glaube der Politiker nicht alles und auch der Zeitung. Die sie Zeitungen genau lesen zwischen den Zielen. Sonst also ich bin als geborene Schauspieler. Nein, das ist eine Tatsache. Mit Schauspielern gar nichts zu tun. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir unsere Gäste können empfangen, dass wir auf normalen Platz mit ihnen können die Menschen anschauen können, dass wir vielleicht außerhalb eine eigene Lounge gründen, wo wir sie wirklich auch können empfangen zu unseren Preisen und das viermal billiger.